herzlich willkommen hier am zweiten Weihnachtsfeiertag zum Weihnachtsspecial Ausgabe 3. Gestern haben wir den Schneemann inspiziert, den James gebaut hat. Und ich muss sagen, ich finde ihn nicht so toll. Guck mal, der hat ja kaum Gesicht. Mal gucken, was der Ratsmann heute dazu zu sagen hat. Ach, der Schneemann wurde nicht akzeptiert? Ich muss sagen, dass ich ihn auch nicht so schön fand. James hat wie immer einen schlechten Job gemacht. Der Schneemann hat weder Nase, Besen oder Hut. Buh! James muss sehr gestresst sein. Aber wir machen das schon. Natürlich machen wir das. Eine Nase, ein Gesicht müssen wir beschaffen und Knöpfe da. Ein Besen. Eine Möhre als Nase, das ist doch der Klassiker. Ich glaube, dass Barney vom Silo uns dabei helfen kann. Er züchtet ja eine Vielfalt an Gemüse. Ja, der hat bestimmt sowas irgendwo rumfliegen. Steine als Augen, Mund und Knöpfe. Brillant. Scheint, als wärst du ein größerer Experte als James. Gut, Steine findest du sicherlich in Firgroves alter Steingrube, aber es ist recht weit. Ich glaube, es ist genauso leicht, ein paar Steine entlang der Mauer ums Dorf zu finden. Suche dort, wo die Mauer kaputt ist. Dort sollte es ein paar Steine geben. Wenn du ein paar Steine gefunden hast, kannst du sie dem Schneemann anheften und dann wieder mit mir sprechen. Na? Gucke mal da, manchmal hat es auch was Gutes, dass die Stadtmauer kaputt ist. Und ein Besen noch. Ich bin mir sicher, dass Frau Holdsworth in Moorland einen alten Besen für uns hat. Reite zu ihr und frage sie. Ha, Frau Holdsworth, das war doch, wenn mich nicht alles täuscht. Die nette Dame, die uns geholfen hat, die uns damals geholfen hat, die Fugenmasse zu machen, die biologischen, nachdem die Vögel die gefressen hatten von Donald. Gut, dann suchen wir jetzt mal gerade, da hinten ist ein Loch, genau, und da sind auch Steine. Uah. Mensch, Mensch, Mensch hier. Irgendwie leckt das gerade ein klein wenig. Die Steine reichen für das Gesicht des Schneemanns, okay. Das heißt, wir müssen jetzt da runter zum Silo, genau. Gucken, ob wir da Möhren für die, oder eine Möhre reicht ja eigentlich für die Nase, ob wir da eine Möhre bekommen. So. Und wie war euer Weihnachten bislang? Habt ihr schon mit Freunden und Familie gefeiert, Verwandten? Und habt ihr vor allen Dingen das bekommen, was ihr euch gewünscht habt? Schreibt doch mal so in die Kommentare, was ihr bislang bekommen habt. Ich kann es ja noch nicht sagen. Ich muss jetzt das Weihnachtsspecial vorher weg aufnehmen, schon ein paar Tage vorher, damit es auch alles pünktlich kommt. Guten Tag. Ja, guten Tag auch. Ach so, eine Möhre soll es dieses Jahr sein. Hier auf dem Acker baue ich normalerweise Möhren an. Möglicherweise gibt es noch eine alte Möhre, die du benutzen kannst. Die meisten sind allerdings inzwischen schlecht. Schau mal rum und vielleicht findest du eine. Pass nur auf die Erntemaschine auf. Wenn du eine Möhre findest, kannst du sie einfach dem Schneemann anstecken und danach wieder mit dem Ratsmann sprechen. Oh, das ist aber freundlich, danke dir. Danke, die Barney, dass wir hier einfach mal so eine Möhre klauen dürfen. Müssen wir nur mal gucken, dass wir auch eine finden, die nicht vergammelt ist. Die hier war es schon mal nicht. Suche. Ah, hier reitet noch jemand rum und versucht, eine Möhre zu finden, die man noch nehmen kann. Okay, das ist ja gerade praktisch, dass wir der Erntemaschine genau hinterher reiten. Finde eine andere. Hier vielleicht? Auch nicht. Ja, viele Möglichkeiten haben wir ja jetzt nicht mehr, eine zu finden, die noch nicht vergammelt ist. Sonst stecken wir dem halt eine schwarze Möhre mit weißem Schimmelpelz an. Das wäre doch mal was ganz Neues. Okay, drei Plätze haben wir noch, wo wir eine Möhre finden können. Ja, auch nicht. Hä? Allein waren wir doch eben schon. Kommen manche Plätze wieder? Oder habe ich den schlichtweg übersehen? Okay, ich suche mal noch hier. Okay, dann gucken wir jetzt da hinten. Da müsste jetzt ja eigentlich eine sein. Verdammt, da kommt die Erntemaschine. Schnell suchen und dann weg hier. Ja, da ist die Möhre. Prima. Okay, ich würde sagen, wir reiten jetzt in einem noch direkt zu Frau Holdsworth runter. Aber ihr kennt es ja schon. Wir sehen uns gleich bei der alten Dame wieder. So, da sind wir auch bei Frau Holdsworth angekommen.
Mal gucken, ob sie uns jetzt weiterhelfen kann mit einem Besen. Hallo Dina, ob ich einen Besen für dich habe? Ich habe für jede Gelegenheit den richtigen Besen. Ein altes Exemplar für den Schneemann ist sicher dabei. Du musst ihn aber selber fangen. Genau, fangen. Ich habe nämlich einen Besen, der geflohen ist. Und dieser fliegt normalerweise immer hinterm Haus am Strand rum. Auf deinem Pferd bist du ja sehr schnell und kannst ihn sicher fangen. Quiz? Fliegende Besen? Sind wir hier jetzt, weiß ich nicht, bei Harry Potter oder Bibi Blocksberg oder so irgendwas angekommen? Okay, hinterm Haus am Strand, hat sie gesagt, fliegt der Besen rum. Halt, Besen! Ach, der fliegt hier anscheinend immer so einen Kreis. Dann warten wir hier jetzt einfach mal. Okay, hier müssten wir ihn ja jetzt eigentlich fangen. Ich dauerklicke mal. Ja, Besenjagd, Anforderung erfüllt. Juhu, gewusst wie. Guck mal an, du hast ihn gefangen. Ein Besen für einen Schneemann zu werden, ist doch was Tolles. Vielleicht will er dann endlich nicht mehr fliehen. Das kann natürlich sein. Nimm nun diesen frechen Besen und gib ihm dem Schneemann. Sprich danach mit dem Ratsmann und frage ihn, was er davon hält. Wünsche ihm frohe Weihnachten von mir. Ach, das ist ja lieb von ihr. Okay, dann mache ich mich jetzt mal auf den Rückweg und wir sehen uns gleich bei Frosty the Snowman wieder. Oh Mann, immer diese schrecklichen Gesangseinlagen von mir hier. Also, bis gleich. Wir sind wieder in Silverglade Village angekommen. Da steht der Schneemann und dem verpassen wir jetzt mal Gesicht, Nase und Besen. Was haben wir hier? Da sind die Steine. Die Nase. Und der Besen. Ja, jetzt sieht er doch tausendmal besser aus, als das, was James uns da fabriziert hat. Also echt. Und das soll der beste Schneemann-Bauer in ganz Jorvik sein? Also entweder hat er gar keine Lust darauf oder er gibt sich einfach keine Mühe, wenn für ihn nichts wirklich rausspringt. Hallo Ratsmann, wir sollen dir von Frau Holdsworth frohe Weihnachten wünschen. Und können dich nicht anklicken, weil hier so viele drinstehen. Ah! Nein. Falsche Quest. Immer noch falsche Quest. So. Na, sieh mal einer an. Jetzt hat der Schneemann ein schönes Gesicht. Ja. Das ist aber eine schöne Nase für den Schneemann. Gut. Und der Besen? Was für ein schöner Besen. Wir kommen einem richtigen Schneemann immer näher. Wie immer näher? Das ist ein richtiger Schneemann. Also echt. Und die Krönung, okay. Zur Erinnerung an die verschwundene Anne haben wir hier im Stadthaus einen ihrer Dressurhüter verwahrt. Er befindet sich auf seinem Ehrenplatz überm Herd. Ich dachte, dass es schön für alle wäre, wenn wir den Hut im Schneemann aufsetzen würden, sodass alle ihn sehen können. Nimm Annes Hut und setze ihn dem Schneemann auf. Dann wären wir auch fertig. Okay. Oh ja, das gibt wieder einen richtig dicken Weihnachtswunsch. Klar, nehmen wir an. Ich muss hier ein bisschen vorweg. Ich kann hier anscheinend nicht absitzen. Muss ich hier runter? So, parken wir dich mal hier, Dicker. So, bin gleich wieder da. Auf ins... Wie, was, wo? Wo muss ich das holen? Ach, den hat er mir schon gegeben. Ach so. Ah. Stimmt, das hier ist ja das Clubhaus, wenn man in einem Club ist. Oh, ganz ruhig, Dicker. Wir wollen ja den Schneemann nicht über den Haufen reiten. Ja, jetzt ist er perfekt. So gefällt er mir echt gut. Also das mit dem Zylinder, das war schon echt eine gute Idee vom Ratsmann, muss ich sagen. Oh. Das ist ja ein richtig toller Schneemann geworden. Das hätte ich nie gedacht, nachdem James so einen schrecklichen Start geliefert hat. Du hast einen super Job gemacht. Oh, danke schön.
Haben wir heute noch was, was wir machen können? Nein, das hier können wir nicht mehr machen. Ich werde es auch leider nicht mehr schaffen, das jetzt noch in weitere Folgen zu packen. Denn jetzt ist morgen schon Heiligabend. Das heißt, ich muss jetzt langsam die ganzen Weihnachtsspecials zusammenschneiden. Aber das hier war jetzt noch nicht das Letzte, denn jetzt würde ich sagen, liebe Leute, geht es noch nach Jarlaheim zum Weihnachtsmann, denn ich möchte zusammen mit euch meine ganzen Weihnachtsfragmente und die Weihnachtswünsche eintauschen. Da steht Lisa Nightwater, liebe Grüße hier an dieser Stelle mal. Ich kann jetzt so leider nicht schreiben, weil ich in der Aufnahme bin. So, ich würde sagen, ich mache mich jetzt mal gerade auf nach Jarlaheim zum Weihnachtsmann und dann treffen wir uns da wieder. Bis gleich! So, ihr Lieben, da sind wir in Jarlaheim beim Weihnachtsmann. Ich habe gerade eben gesehen, der hat noch eine Quest für uns. Die machen wir natürlich noch. Ein Treffen mit dem Weihnachtsmann. Hohoho, wer war artig, wer war frech und mit welchem netten Menschen habe ich hier die Ehre? Na, mit uns! Dina, was für ein hübscher Name. Ich wünsche dir frohe Feiertage. Oh. Aber wo ist denn der Baum? Siehst du auch, dass hier etwas fehlt? Genau, der Tannenbaum. Jedes Jahr bin ich am großen Platz in Jarlaheim. Doch es scheint, als würde diese Stadt jedes Jahr die Weihnachtsvorbereitung vergessen. Nun gut, vielleicht kannst du mir helfen. Reite zu Gavin, dem Chef der Jarlaheim-Wache. Gib ihm Bescheid, dass ich angekommen bin und dass ich mich wundere, wo der Baum ist. Möglicherweise wird es ihn überraschen, doch Weihnachten ist immer zu dieser Jahreszeit. Ho, ho. Okay, zu Gavin reiten wir. Wir wissen ja, Gavin ist leicht verpeilt. Oh, Weihnachten? Haha. Weihnachten? Wirklich Weihnachten? Ach ja, stimmt ja. Weihnachten ist jedes Jahr zu dieser Zeit. Und ich kümmere mich jedes Jahr um den Baum. Kümmern, was? Und du meinst, dass ich das noch nicht gemacht habe? Das stimmt wohl. Es gibt nicht viele Tannenbäume in der Erntefeldprovinz, aber zum Glück gibt es nördlich von Jarlaheim einen kleinen Hain. Nimm diese Kettensäge und besorge uns einen Tannenbaum. Hilfst du mir damit? Na klar. Das machen wir. Da müssen wir hoch. Wie kommen wir denn da hin? Muss ich vielleicht hier raus und dann nach rechts? Da oben steht auf jeden Fall eine Tanne. Ob es auch die richtige ist, das sehen wir dann gleich. Mensch, 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 dann habe ich ja doch noch hier ein bisschen was zu zeigen. Okay, ja, hier sind wir richtig. Hier steht noch jemand, der einen Baum schlagen will. So. Warte hier, Daydream. Wir haben einen Baum zu fällen. Normal müsste der jetzt ins Meer kippen. Und wieder haben wir einen Baum hier auf dem Rücken unseres Pferdes. Das letzte Mal war der Snowflower. Vielleicht erinnert ihr euch noch, mit der wir den Baum geholt haben. Auf ihr sah es schon echt sehr lustig aus, auf dem kleinen Pony. Ich meine, selbst auf ihm sieht es lustig aus, aber Snowflower war dann auf jeden Fall nochmal eine Nummer härter. Gut, bringen wir jetzt den Baum zurück. Müssen wir den jetzt hier auch nochmal schmücken? Oh. Auf zu Gavin. Was für ein spektakulärer Baum. Hm, kann man wohl sagen. Ich könnte diesen Baum nie alleine aufstellen, aber vielleicht könntest du und dein Pferd dabei helfen. Der Baum soll dann an seinem Platz beim Brunnen stehen, direkt neben der Stelle, wo der Weihnachtsmann gelandet ist. Okay, oh, zwei Weihnachtswünsche kriegen wir dafür. Wow. Nicht schlecht, Herr Specht. Okay, hier oder was? Nee, das ist nur ein Loch. Na,
genau an der Stelle, wo der Weihnachtsmann gelandet ist. Das muss ja hier sein. Warum glitzert hier nichts? Oder habe ich es nur übersehen? Ich glaube, ja, Tatsache, das war der Ort, wo wir ihn hinstellen mussten. Ui, der ist aber groß. Hübsch sieht das aus. Okay, reiten wir nochmal schnell zu Gavin zurück. Brutz. Oh, Kleiner. Das war ein bisschen zu schnell. Dickerchen. Zurück. So. Der Baum steht. Wir sind bereit, oder nicht? Ach ja, wir müssen ihn noch schmücken. Das stimmt wohl. Okay, natürlich. Schmücken müssen wir ihn auch noch. Aber ich würde fast sagen, das haben wir ja schon dieses Jahr in Silverglade Village gemacht. Ich möchte ja noch mit euch hier meine Weihnachtswünsche eintauschen. Und es ist ja nicht das letzte Weihnachten, was wir hier zusammen in Star Stable feiern. Nächstes Jahr, würde ich dann sagen, zeige ich dafür nicht die ganzen Quests, die wir jetzt schon gemacht haben in Silverglade Village. Nein, da machen wir dann mal hier in Janaheim die Quests, damit ihr auch ein bisschen Abwechslung habt. Alles jetzt zu zeigen, das sprengt einfach hier komplett meinen Rahmen von 3 Special-Folgen. Und ich möchte euch auf jeden Fall beim Geschenke aufmachen dabei haben. Also, gucken wir mal, was hier so alles in dem Sack drin ist. Wir haben... Was haben wir denn? Wie viel können wir uns denn wünschen? Ich lege hier mal alles zusammen gerade, dass wir es auch auf einen Blick sehen. Ich glaube, 3 Fragmente brauche ich für einen Wunsch. Das heißt, wir können uns von den Fragmenten 8 Wünsche erfüllen und nochmal 5 von den großen. Wow. 13 Wünsche ist echt eine Masse. Gucken wir mal. Genau. Was bekommen wir? Oh, eine rote Schleife, die wollte ich so gerne haben. Oh, danke, Weihnachtsmann. Oh, das ist ja cool. Die finde ich so schön. Oh, super. Da müssen wir nicht mal Starcoins jetzt für ausgeben, weil die kostet relativ viel. Die kostet, glaube ich, 99 Starcoins, wenn man sie so holen will. Ja, cool. Oh, toll. Das freut mich jetzt gerade echt. Was bekommen wir jetzt? 5 Möhrchen bekommen wir. Das wird meine Schatzis im Stall freuen. Was bekommen wir noch? Wieder einen einzelnen Gegenstand. Ein Wintersattel. Mit +1 Geschwindigkeit, +1 Ausdauer. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Es ist mir zwar eigentlich fast ein bisschen kitschig. Wie viel hat der hier nochmal? +3 Geschwindigkeit. Okay, der ist dann auch definitiv besser. Aber der Sattel hier ist also ganz süß. Ist er auf jeden Fall, muss ich sagen. Was bekommen wir jetzt? Schuhe bekommen wir. Ja, es dauert momentan alles etwas. Die Server sind nicht ganz so auf Zack. Befehl +2, Pflege +1, grün-rote Weihnachtsstiefel. So ein bisschen im Western-Stil, wie diese wie die Stiefel, die... Ich finde, die Stiefel, wenn man sie jetzt so im echten Leben trägt, sehen die super aus mit reingesteckter Jeans. Ich habe da auch ein ähnliches Paar von, nicht so spitz zu laufen, aber rund vorne. Was haben wir noch? Noch ein Sattel. Sag bloß noch ein Wintersattel. Noch ein Wintersattel. Aber ein schwarzer mit Sternen und Mond drauf. Jetzt müssen wir können... Ja, jetzt ist die Frage, wie tauschen wir die hier ein? Geht das hier? Beim Weihnachtsmann? Drei kleine Fragmente werden zu einem Weihnachtswunsch, genau. Ja. Das wissen wir ja jetzt. Das klicke ich jetzt hier einfach mal gerade ein bisschen durch. Das wäre es ja, wenn man so im Dezember im echten Leben so Fragmente sammeln könnte. Und dann würde man zu seinen Eltern gehen, hier, ich habe so viele Fragmente und
So und so viele Wünsche habe ich jetzt frei. Das wäre doch mal was. Ja. Einmal umtauschen können wir noch. Und dann heißt es, wünsch dir was. Ja, genau. Und ich hänge in den, was ist das, in den Äpfeln fest. Wir gehen hier mal wieder ein bisschen ins Freie, dass wir auch, wenn wir was fürs Pferd bekommen, sehen können, was es ist. So, gut. Was bekommen wir? Wir bekommen eine Mütze. Oh, das ist ja cool. So eine Mütze wollte ich immer haben. Reiten plus zwei, Pflege plus eins. Momentan haben wir hier sowieso den Kranz. Das hier ist momentan die beste Mütze, die ich habe. Nee, nicht die. Die hier. Die hat Reiten plus eins. Das heißt, die Mütze hier ist auf jeden Fall besser. Boah, das ist ja richtig Hammer. Cool. Sehr, sehr cool. Auf jeden Fall. Ziehe ich jetzt trotzdem erstmal wieder ab. Aber die ist Hammer. Die werde ich auf jeden Fall dann ab demnächst auch in den Folgen tragen. Wo bin ich denn mit den Folgen jetzt überhaupt gerade? Das heißt, ab dem 14.01. werde ich die mit der Mütze zu sehen sein. Oh Mann, echt. Ich nehme zu viel auf. Es liegt daran, dass das Spiel so süchtig macht. Grr. Was haben wir denn noch bekommen? Haben wir gerade eine Hose bekommen? Nö, ne? Was haben wir denn gerade bekommen? Ach, da. Noch eine Wintermütze. In derselben Farbe. Okay, kann man verkaufen. Bringt uns 122 Schillinge. Handschuhe mit Befehl plus 1, Pflege plus 1. Weiße. Da müssten die besser sein, die wir aktuell tragen. Reiten plus 1. Genau, ich hätte ja noch die, aber die sehen blöd aus mit Reiten plus 1, Pflege plus 3. Nächster Wunsch. Wir haben ja noch 5 offen. Nochmal Handschuhe, Pflege plus 1, Befehl plus 1. Diesmal grüne. Weil ich meine, man muss ja nicht immer das tragen, was einem am besten von den Werten hilft. Man kann ja auch mal einfach nur sich ein schönes Outfit zusammenstellen. Und dafür sind auf jeden Fall die weißen, auch die grünen Handschuhe echt top. Ach, kann man am Tag nur Begrenzziele einlösen? Okay, damit würde ich sagen, ist hier unsere kleine Weihnachtsgeschenk-Session vorbei und damit auch das dritte Weihnachtsspecial. Wir haben einiges bekommen, wir haben eine tolle rote Schleife bekommen. Möhrchen, zwei Wintersättel, einmal schwarz mit Sternchen und Mond und einmal mit Schneeflocken drauf. Wir haben diese Weihnachtsstiefel bekommen, eine tolle Mütze haben wir doppelt und Handschuhe haben wir auch noch abgestaubt. Mann, Mann, Mann. Also wie gesagt, leider kann ich es jetzt nicht mehr reinbringen, wie ich jetzt den Rest hier noch eintausche. Aber wie gesagt, nächstes Jahr ist wieder Weihnachten und da bin ich auf jeden Fall hier in Jorvik wieder mit dabei. Und dann zeige ich euch die Quests in Jarlaheim und auch die weiteren Quests beim Ratsmann, soweit wie ich dann komme. Ich hoffe, euch hat es hier gefallen, das Weihnachtsspecial. Lasst einfach mal einen Kommentar da. Dann weiß ich, ob ich das im nächsten Jahr wirklich auch wieder so machen soll oder ob ich das da dann vielleicht in den normalen Folgen packen soll. Kann ja auch sein. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen, schönen, schönen Restfeiertag. Einen zweiten Weihnachtsfeiertag. Und dann sehen wir uns morgen wie gewohnt in einer normalen Folge Star Stable wieder. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss.